Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Samstag, den 31. Dezember, am Silvestertag. Die Lesung passt eigenartig gut zu diesem letzten Tag des Jahres, denn der erste Satz heißt: Kindlein, es ist letzte Stunde. Damit meint der Autor des ersten Johannesbriefes natürlich nicht unseren Silvestertag des bürgerlichen Jahres, denn das gab es damals so noch gar nicht, und er spricht ja in theologischer Weise von den Geheimnissen des Glaubens. Letzte Stunde ist die große Weltenstunde, die uns geschlagen hat, seit der Herr nach Kreuz und Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist, bis er wiederkommt. Und in dieser zu unserem Heil sehr ausgedehnten letzten Stunde können wir und sollen wir unser Heil wirken. Und da bekommen wir es nach der Erkenntnis des ersten Johannesbriefes auch mit dem Antichristen zu tun. Der hat heute hier seinen Auftritt, und zwar nicht nur einer, sondern gleich eine ganze Bande davon. Als ich das beim Frühstück heute erzählte, dass die Aufzeichnung heute sich damit beschäftigen würde, da wusste meine weit gereiste und gebildete Schwester zu sagen, dass es in Frankfurt an der Oder, wo ich noch nie war, in der Marienkirche im Chor ein wunderbares und rätselhaftes Glasfenster aus der Mitte des 14. Jahrhunderts gebe, das Antichristfenster, das eine bewegte Geschichte hat und aus den Magazinen der Ermitage in St. Petersburg erst vor ein paar Jahren nach Frankfurt zurückgekehrt ist. Die Lori blendet mal bitte eins von den weit über 30 Einzelbildern ein, die die Geschichte dieses Antichristen erzählen. Und da sieht man ihn bei der Verteilung von Brot, so sehe ich das zumindest. Die Leute umringen ihn in Scharen und schauen ihn verzückt an, strecken die Hände aus. Und dieser Antichrist, der genau wie Christus aussieht, das ist nämlich das Tückische, der macht sie satt, als sei das das Einzige und das Wichtige. Und dabei hat der echte Christus doch gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, und hat damit auch die eigene Versuchung durch den Teufel in der Wüste zurückgewiesen. Hinter Christus, nicht sichtbar für die Augen der Menschen, sonst würden sie ja nicht so vertrauensvoll zu diesem Antichristus kommen, hinter dieser Antichristusfigur sieht man den Teufel, der da sein Werk tut, nämlich die Menschen reduzieren auf ihre leiblichen Bedürfnisse und sie von dem anderen, was mit Christus gekommen ist, dem Glauben, der uns ganzheitlich heil machen kann und auch unseren Geist und unsere Seele integrieren und retten, von ihm trennen möchte. Nun hören Sie: Meine Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie haben nicht zu uns gehört, denn wenn sie zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehören. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge von der Wahrheit stammt. Interessant auch der Zuspruch am Ende dieser Perikope. Die Salbung von dem, der heilig ist, das ist, denke ich, die Salbung des Heiligen Geistes. Der Chrisam und Christus, das gehört nicht von ungefähr zusammen. Und diese Salbung, demütig angenommen, macht uns dem Sohn Gottes ähnlich und führt uns in die Weise seines Erkennens ein, sodass wir auch diese verführerisch anziehende Gestalt des Antichristen, der uns täuschen will, bis es zu spät ist und wir aus seinen Fallstricken uns nicht mehr lösen können, der uns erkennen lässt, dass dieser dem wirklichen Erlöser so täuschend ähnliche in Wirklichkeit der Verführer ist und dass wir auf ihn nicht reinfallen dürfen. Wir haben diese Salbung bekommen. Ich würde mal sagen, jeder gläubige Christ, getauft und gefirmt, würden wir jetzt katholisch sagen, aber ich denke, das gilt für die anderen Konfessionen genauso, hat dieses Vermögen bekommen, braucht nicht welche, die ihn da belehren wie ein unmündiges Kind, sondern wir haben selber die Kraft der Unterscheidung. Und wir dürfen sie auch ausüben, am besten im gläubigen Verein mit anderen zusammen, damit wir unsere Erkenntnisse nebeneinander stellen und uns so gegenseitig helfen.
Ja, und jetzt kommen sie ungestört vom Antichristen bitte und ungetäuscht von diesem Blender gut und sicher und fröhlich aus diesem Bürgerlichen in ein nächstes Jahr. Guten Rutsch, meine lieben Mitmenschen. Gott segne und behüte Sie alle.